Und wenn die Paradiesbewohner am Genießen sind, an ihren Stränden und an ihren Flüssen und mit ihren Ehepartnern genießen, so werden sie dort gerufen. Von wem? Von den Engeln werden sie gerufen. Von den Malaika. Und sie werden gerufen, Ya Ahl al-Jannah, O ihr Paradiesbewohner, O ihre Paradiesbewohner, kommt. Inna Allah, Allah Azza wa Jal, ruft euch zu seiner Ziyara. Allah subhanahu wa ta'ala hat euch eingeladen und er ruft euch und ihr seid eingeladen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr seid eingeladen bei wem? Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wo wird das sein? An einem Markt. Und das wird sein an einem Freitag. Ja? Das heißt, liebe Geschwister, wenn ihr ins Paradies eingehen werdet, möge Allah uns alle zu den Paradiesbewohnern gehören lassen. Allahumma amin. So wirst du inshallah gerufen. Am Freitag wirst du gerufen. In der ersten Woche, in der du ins Paradies gehst, am Freitag wirst du gerufen und eingeladen. Von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Persönlich wirst du eingeladen. Und dann wird dort, an diesem Markt, wird dort der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala platziert. Wird der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala wird dort platziert werden. Und wenn der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala dort platziert wird, wird was passieren, liebe Geschwister? Subhanallah. So werden die Gläubigen alle dahin eilen. Und für sie werden Kanzeln gestellt, erhöhte Plätze, die der Prophet Muhammad s.a.w. in manchen Hadithen erläutert hat. Ja? Dort werden erhöhte Kanzeln, erhöhte, yani Sitze, aber die erhöht sind und die wunderschön gebaut sind, vorbereitet sind. Warum? Weil das ist die Einladung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dort, liebe Geschwister, wird was sein? Die Gläubigen werden sich dort alle versammeln. Und dann wird eine Stimme sagen und zu ihnen sagen, Oh, ihr Leute des Paradieses, was wünscht ihr euch? Was ist euer Wunsch? Was fehlt euch? Die Engel werden fragen, was fehlt euch? Und die Gläubigen werden sagen, nichts fehlt uns. Hat uns Allah Azza wa Jalla nicht vor dem Höllenfeuer bewahrt? Hat uns Allah Azza wa Jalla nicht belohnt und geehrt? Und hat er uns nicht das Paradies eintreten lassen? Und dann werden die Engel zu den Paradiesbewohnern sprechen. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala selber persönlich zu den Gläubigen sprechen. Allah Azza wa Jal wird zu den Gläubigen sprechen und er wird zu ihnen sagen, Salamun alaikum. Salamun alaikum, Friede sei mit euch. Und dann werden die Gläubigen keinen anderen, schöneren Satz finden und keine andere Begrüßung an jenem Tag finden, außer dass sie sagen werden, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Sie werden das sagen, was sie heute nach dem Gebet immer sagen. Weil zu Allah Azza wa Jalla sagst du nicht, wa alaikum as-salam und Friede sei mit dir. Nein, sie werden sagen zu Allah Azza wa Jalla, Allahumma antas salam, O Allah, du bist der Friede. Allahumma antas salam wa minkas salam und von dir kommt der Friede. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hochgepriesen seist du, du, O Herr der Schönheit, Del Jalal wal Ikram und der Großzügigkeit und der Wonne, Subhanallah, der Majestät. Und dann wird Allah Azza wa Jalla zu ihnen sagen, O Leute des Paradieses, was wünscht ihr euch? Und dann werden sie zu ihm sagen, O Allah, wir wünschen uns von dir, dass du mit uns zufrieden bist. Allesamt in einem Zug werden sie sagen, O Allah, wir wünschen uns von dir, dass du mit uns zufrieden bist. Allah wird ihnen sagen, wäre ich mit euch nicht zufrieden gewesen, so hätte ich euch nicht in mein Paradies eintreten lassen.
Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen sagen, was wünscht ihr euch, o meine Paradiesbewohner? Dann werden die Paradiesbewohner allesamt sprechen und dann werden sie zu ihm sagen, Arina wajhak, o Allah, zeig uns dein Gesicht. Zeig uns dein Gesicht. Und dann wird, liebe Geschwister, Allah azza wa jal, jalla jalaluhu, er wird dann die Vorhänge fallen lassen. Er wird dann die Vorhänge fallen lassen und dann werden die Paradiesbewohner ihren Herrn anblicken, anschauen. Und wenn Allah Azza wa Jalla nicht bestimmt hätte, wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam uns mitteilte, wenn Allah Azza wa Jalla uns nicht mitgeteilt hätte, und wenn Allah Azza wa Jalla diese Menschen an jenem Tag nicht so erschaffen hätte, dass sie das aushalten könnten, so würden sie verbrennen mit seinem Licht, mit seinem Nur, weil Allah Azza wa Jalla ist ein Nur. Und dann werden sie zu Allah Azza wa Jalla sehen und es gibt nichts, was sie je gesehen haben in ihrem Leben und im Paradies, was so schön ist, wie der Anblick zu Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt nichts, was sie sehen werden. Und es gibt keinen Genuss im Paradies, der diesem Genuss übertreffen könnte. Dass sie Allah azza wa jal im Paradies sehen werden. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam überlieferte, an